So. Nein. Puh, zu knapp. Safe. Juhu. Haben wir Safe schon mal reingehauen? Das war für mich jetzt wieder sehr wichtig. Nein, du bist falsch. Du auch. Du bist richtig. So. Das ist natürlich noch nicht alles kaputt. Aber hier oben zeichnet sich schon mal in etwa ab, warum diese Burg jetzt leer steht. Man hätte mich auch gewundert, wenn diese Menschen dort über Millionen von Jahren gelebt hätten. Millionen. Ich tue gerade so, als wäre die Burg vor Millionen von Jahren gebaut worden. Das ist sie ja gar nicht. Das ist sie nicht, Leute. Das ist sie nicht. Da habe ich euch was verheimlicht. Das ist sie nämlich absolut nicht. Die gibt es schon länger. So, da nochmal. Nee, du bist falsch. Da nochmal. Also das hier mit diesen Dreiern war jetzt halt etwas nervig. Aber ich wusste halt nicht genau, wie ich es sonst machen soll. So. Jetzt mal gucken. Unser etwas kaputter Turm passt. Na, jetzt geht ja das wieder los. Dann hätte ich auch gleich denken können, verdammt. Das darf ich jetzt komplett wieder machen. Ach Leute, da gibt's nichts zu lachen. Also an diesem Turm, Burg, irgendwas, Bau hier, da sitze ich schon ziemlich lang. Das können wir ja mal absolut so sagen. Ich weiß auch gar nicht, habe ich überhaupt noch Speicher auf der Festplatte? Ich muss mal ein bisschen auf meine Anzahl hier, die Fraps mir offenbart, achten. Weil wenn da auf einmal Fraps aufhört aufzuzeichnen und ich baue hier weiter, dann beiße ich mir aber mit Schmackes in den Arsch. Da könnt ihr aber Gift nehmen. Nein, nein, so und so. Wunderbar. Wird besser auf jeden Fall. Nein. Nein. So. Ach. Gott, oh Gott. Das ist doch... Nein, jetzt habe ich da noch was weggerissen. Ich reiße hier gerade ein bisschen viel weg. Das finde ich ja beschissen. Naja, was soll's. Pass auf, machen wir folgendermaßen. So. So, Löchlein drin. Ach, hier war ich ja noch gar nicht. Das muss ich ja... Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Das wird ja immer köstlicher hier. Nein. Kommt hier etwa schon das nächste Loch? Kann man machen. Muss man nicht, kann man aber. Nein. Nein. Ja. Doch, das geht, das geht, das passt. Sagt mal, Leute, was guckt man eigentlich noch so für Trickfilme? Heutzutage, ich kann ja mal sagen, also, ich habe früher immer ganz coole Sachen geguckt, wie, da gab es natürlich die Kickers, das war so Fußball. Fußballspieler, so eine Jungs, das war richtig geil.
Wenn ich das geguckt habe, hatte ich danach voll Bock auf Fußball spielen. Bin dann mal rausgegangen auf unseren Wäscheplatz und habe da ein bisschen mit so einer Gummipille gebolzt. Das war mal richtig geil. Also immer wenn Kickers kam, zack, raus, Fußball spielen. Oh. Mein Eichhörnchen ist da, Leute. Mein Eichhörnchen. Ja, glaubt ihr mir jetzt wahrscheinlich nicht. Aber ich habe einen Balkon. Was macht es denn? Warte mal, jetzt. Ich dokumentiere jetzt das Eichhörnchen. Das nimmt die Nuss. Jetzt knabbert es gerade an der Schale. Ich glaube, es hat mich bemerkt. Kann sein, dass es gerade wegläuft. Ah, schade. Es ist voll cool, wenn ich bei mir Nüsse auf den Balkon packe. Dann kommt ein Eichhörnchen und holt sich die. Richtig cool. Und dann könnt ihr immer, ihr nicht, aber ich, das Eichhörnchen sehen. Ich weiß ja nicht, ob ihr mir das jetzt glaubt oder nicht, aber ich habe mehr oder weniger ein Hauseichhörnchen. Die Viecher sind zwar total scheu, aber die sehen immer so niedlich aus. Und ab und zu, dann sehe ich es halt mal. Und das Beste ist, wenn ich auf dem Balkon sitze und das Eichhörnchen kommt vorbei, weil es die Nüsse holen will, die ich da ja bewusst hingelegt habe, kriege ich so einen Hardcore-Schreck, dass ich aufspringe, das Vieh anschreie und das Vieh rennt dann weg. Das ist immer ganz witzig. Denkt sich dann wahrscheinlich auch, bist du blöd, packst mir Nüsse hin und jetzt schreist du mich an. Aber was willst du denn machen? So, nichtsdestotrotz war ich ja stehen geblieben bei Serien. Wollte mal fragen, was man jetzt so für Kinderserien guckt. Oder gibt es überhaupt noch so richtig gute Kindertrickfilme? Gab es ja damals bei mir hier. Wer richtig gut war, Darkwing Duck, Goofy und Max, Captain Baloo, die Gummibären, Ariel, die Meerjungfrau. So was alles, ne? Das gab es ja damals alles. Das war ja richtig kultig. Das waren doch richtig tolle Trickfilme. Aber ich glaube, sowas hat man irgendwie gar nicht mehr heute, oder? So diese schönen Trickfilme hat man nicht mehr, glaube ich. Also sollte mich wundern, wenn es so wäre. Na, so. Jetzt müssen wir wieder eine Schräge wählen. Da einen rein. Da einen rein. Der musste natürlich falsch sein. Ja, du auch. Da und da. Ist das auch alles so ein bisschen abgerundet? Könnte man es hier von innen auch nochmal... Mensch, also man kann sich hier echt festfriemeln, ne? Man kann echt zum absoluten Perfektionisten werden und dann kannst das Ganze hier aber auch knicken. Dann kommst du auch nicht zu viel. Aber wat mut dat mut. Jetzt. Jetzt. Fangen wir langsam mal an, ein bisschen zu zerstören. Zerstörung, ja, Zerstörung. Ich mag die Zerstörung. Das Eichhörnchen wühlt da immer noch rum, ich schwöre. Wenn ihr es bloß sehen könntet... Na, das kommt. So, ja. Ja, jetzt wird es aber fast schon ein bisschen zu groß. Da muss ich aufpassen. Was ist? Ich mach weiter. War ja klar. Boom. Hier ist mal irgendein Riesenteil reingeflogen. Hier einmal gerade durch. Ja, eigentlich eher nicht, aber ist ja egal. Das hier ist das nächste Loch. Pam. Ja, ist das hier eigentlich eher störend. Zumindest so ein bisschen. Ich nehme mal ein bisschen was weg. Zumindest auf dieser Höhe. Unten soll es ruhig ein bisschen breiter bleiben. Das ist mir relativ egal. Aber hier stört es mich dann doch ein bisschen. Ja, ist ja keine Fummelarbeit oder so, ne? Das ist ja alles okay, was ich hier mache. Nein, ich bin hier gefangen. Mist. Zip. Einmal hochfliegen. Das können wir doch verkürzen, hoffe ich.
indem ich gleich meine Plattenform nehme und die seitlich ranhalte. Genau so. Und zwar mit der Form Nummer 6. Und die ein bisschen vergrößern. Ja, nein. Habe ich da was in die Wand reingerissen? Kleines Löchchen. Dennoch geht es etwas schneller. Auch wenn ich hier hauptsächlich aber bloß alles zerstöre. Erachte ich es als angemessen. Von wo muss ich denn jetzt gucken, dass er das hier seitlich nimmt? Oder von oben? Genau. So ist auch okay. Was, hier soll ein Loch rein? Finde ich jetzt eigentlich nicht. Muss nicht sein. So ist besser. Okay. Kommt hier Boden. Der wunderschöne Boden. Gucken. So, von unten ist der Turm jetzt erstmal noch nicht genutzt. Jetzt muss ich hier natürlich mal schauen. Angenommen, es wäre hier weitergegangen. Dann würde es so verlaufen. Ah. Wie gerade ein Knick in der Optik. Hilfe. Jetzt, nee, das ist zu weit. So ist okay, da mache ich noch mit. Ja, das ist okay. Das finde ich gut so. Muss ich ja mal ehrlich sagen. Dann soll es aber auch gewesen sein mit dem Turm. Bis auch noch, eventuelle Zerstörungen. Und eine Treppe muss natürlich noch nach oben. Fällt mir gerade ein. Da muss noch eine Treppe nach oben. Oh. Machst du noch hier? Du sollst heute schon längst weg sein. Warte mal, das müssen wir noch fix regeln. Das tut mir jetzt leid. So. Dich ruppen wir auch noch weg. Und haben somit ein schönes Loch in der Wand. Was wir überhaupt nicht haben wollten, ist das scheiße. Naja, nicht wirklich. Da machen wir schon mal draus. So, da hast du dein Loch. Hast ja nicht aufgehört zu betteln. Okay, jetzt eine Treppe nach oben. Ob das was wird? Ich bin mir fast nicht ganz sicher. Aber, Leute, aber, wir finden es ja heraus. Oh Gott, ist das eine Formelarbeit gerade. Und Besserung ist nicht in Sicht. Sag ich mal so. Was mache ich denn? Verbau dich doch nicht ständig. Mensch, pass auf, so. War klar. Na klar, geht jetzt wieder nicht. Ah. Geht's hier? Nee, ich baue genau im falschen Rhythmus. Ist ja wunderschön. Aber wir sind ja gleich oben. Wir sind gleich oben. Das ist ein Grund für ein Fest. Das nennen wir das Turmfest. Und da gehen wir alle einen hohen Turm hoch und stürzen uns mit voll Karacho einfach so runter. So, ja, nein! Wisst ihr, und dann ist Feierabend. Dann ist Schicht im Schacht und alles vorbei. So, hier kommt noch eine
etwas größere Fläche. Einfach so, weil es kann. Damit man nicht gleich abkeckert. Sich natürlich in manch einer Hinsicht, warum man dann vorher erst so kompliziert gebaut hat und jetzt einfach sowas macht. Wow, muss ich sagen, berechtigte Frage. So, mal gucken, kann man die Treppe auch nutzen? Yes, we can. Man kann die überall entlang laufen. Yes, it passed. Also, es passt. So, okay, yes, the Burg. Und yes, it passt. Auf yes, the Turm muss man halt einmal raufhüpfen und dann kann man komplett aber hochrennen. Hier durch das Loch kann man schön rausgucken. Nein. Und yes, wie stürzt es ab? Okay, aber man kann hier hoch. Man kann hier hoch, das passt. Da unten sieht man auch die Ruine, das ist echt cool. Ein bisschen Aussicht hat man halt noch. Dalai Lama kann man direkt im Tee spucken. Hihihi. Ja, passt alles, geht alles, ist gut. Okay, wow. Arschbombe.